Herzlich willkommen auf 1919 TV. Es ist lange her, 4 Jahre, kein Topspiel in Techte und in der Regel war immer der SC Preußen Münster beteiligt. Dieses Mal ist es wieder soweit. Ich habe Sascha Hildmann bei mir. Erstmal schönen Dank und herzlich willkommen. Hallo, grüße dich. Dienstag gegen Eintracht Braunschweig bei uns in Techte. Welche Bedeutung hat dieses Spiel jetzt für euch in der Vorbereitung? Es ist natürlich eine große Bedeutung, weil Braunschweig ein sehr guter Test für uns ist, ein Zweitligist. Wir werden da absolut gefordert, maximal gefordert, so wie gestern ja auch gegen Paderborn. Und deshalb ist das für uns sehr angenehm und freuen uns auch auf das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Wie ist dann so die Aussicht? Also wenn das Spiel wird ja schon sehr wichtig, auch für die kommende Saison, also in der Vorbereitung. Was ist da so die Aussicht? Dritte Liga, wo können wir euch jetzt so ein bisschen einstufen? Das finde ich gerade sehr schwierig. Es ist auch schwierig, ist auch noch zu früh. Wir nehmen jetzt erstmal das Spiel Braunschweig mit. Wir wollen da noch ein bisschen was probieren. Wir haben alle Spieler jetzt hier, die sind topfit mittlerweile, Gott sei Dank. Und können da Abläufe noch optimieren, Prozesse noch einspielen, Automatismen wieder hervorholen, die im letzten Jahr noch da waren. Und so wollen wir so Stück für Stück nach vorne arbeiten und auch gegen Braunschweig ein gutes Spiel einfach zeigen. So ein Spiel in Techte, in so einem für euch dann relativ kleinem Stadion, bedeutet Fannähe. Wie wichtig ist euch sowas, dass ihr in so einem kleineren Stadion solche Spiele machen könnt? Ja, das ist enorm wichtig, weil wir ja sehr auf unsere Fans fixiert sind und auch uns freuen. Ich meine, man sieht diese Heimspiele vom letzten Jahr, wie sie uns getragen haben. Da kommen ja aus dem ganzen Umland, kommen die zu den Preußenspielen. Also wollen wir uns damit bedanken und wollen dann die Nähe weiterhin beibehalten, die schon da ist. Und das Ganze natürlich dann auch genießen für die Fans und für uns als Mannschaft. Sehr cool. Warst du schon mal in Techte? Nein. Dann wird es natürlich Zeit. Der SCP ist regelmäßig zu Gast und wir hoffen natürlich, dass wir es jetzt auch wieder regelmäßig machen können. Du hast Betzenberg erlebt, du hast Preußenstein erlebt, jetzt geht es in den Klatenberg. Ein Highlight, oder? Ja, ich meine, ein Highlight mit Sicherheit, weil eben viele Fans von uns da sein werden und das wollen wir genießen. Und ob das jetzt ein großer Club oder ein kleiner Club, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist das Spiel an sich und natürlich dann diese Fanbase, diese Nähe. Das für unsere Jungs und natürlich für unsere Fans zu liefern, ist schon cool. Super, wir freuen uns drauf, euch in Techte begrüßen zu dürfen und wünschen euch natürlich ein gutes Spiel und einen super Abend bei uns im Taco-Stadion. Danke und wir freuen uns. Bis Dienstag. Danke, ciao.